Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Ich will euch heute ein bisschen was über Far Cry 3 zeigen. Also es gibt einen Multiplayer, einen Koop und einen Story-Modus. Ich gehe jetzt einfach mal in den Story-Modus und fahre mal da fort, wo ich gerade war. Ich habe das Spiel schon durchgezockt und habe, glaube ich, schon fast 100 Minuten da dran gespielt. Das heißt, ich habe auch wirklich die Story und jede Nebenmission so gemacht, wo es so gibt, außer so ein paar Rennen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt gehen wir einfach mal nach draußen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe. So, okay, ich habe mal wieder die Grafik ganz oben. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier so eine Karre und fahren mal irgendwie rum. Ja. Man sieht es hier auch schon, man kann ziemlich viel kaputt fahren. Die Steuerung ist für mich jetzt ein bisschen ungewohnt wieder, weil ich schon lange nicht mehr gezockt habe und jetzt an GTA und Need for Speed gewohnt bin. Also GTA 4 natürlich, wo ich ja auch schon ein paar Let's Tests und so Sachen rausgebracht habe. Und bei Need for Speed meine ich das allerneueste Most Wanted gerade. Wir haben hier jetzt nur so einen Geländewagen. Das kann man ja nicht wirklich vergleichen mit diesen Fahrzeugen in den anderen Spielen, wo wirklich auf Rennen und solche Sachen ausgelegt sind. Hier sind es ja wirklich nur Fortbewegungsmittel, um vom einen Dorf in die nächste Siedlung zu kommen. Genau, aber man kann jetzt zum Beispiel hier so eine Klippe runterfahren und dann hat man schon etwas Action, kann man so sagen, doch. Und ich steig mal lieber aus. Ach, Eva aussteigen, okay. Feuer löschen. Okay, das war unsere Karre. Aber wir haben natürlich mehr als eine Möglichkeit, um uns hier fortzubewegen. Natürlich einmal laufen, ganz klar. Dann verschiedene Fahrzeuge. Eins davon habt ihr gerade gesehen. Und natürlich gibt es auch den Wingsuit. Da kann man dann von einem Berg runterfliegen. Ich gehe jetzt einfach mal durch eine Höhle. Keine Ahnung, wo ich bin. Interessiert mich auch gerade nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Wingsuit und mit dem kann man dann sich... Mach mal die Lampe wieder an, was ist los mit dir? Ja, auf jeden Fall kann man sich mit dem Wingsuit dann vom Bergen runterstürzen und dann eben durchs Tal gleiten. So, ich habe gemerkt, dass das Mikro von meinem Headset, dass ich das lieber ein bisschen weghalte. Ich hoffe, dass das jetzt auch eine gute Aufnahme gibt. Aber normalerweise schon, aber sonst puste ich immer so rein und dann hört sich das irgendwie nicht gut an. Deswegen halte ich das jetzt mal ein bisschen weg. Und dann schauen wir mal, was es gibt. Ja, ich habe jetzt kein wirkliches Thema für das Spiel ausgesucht. Ich wollte ja wirklich einfach nur rumlaufen. Und ja, ich grüße auch an dieser Stelle wieder meinen Freund Tom. Einfach, also das kann ich jetzt immer in solchen Let's Tests machen. Oder Let's Show, was auch immer. Oder Let's Talk, was auch immer. Und ich wiederhole mich zum Glück überhaupt nicht. Auf jeden Fall in solchen Filmen... Videos, nicht viel Filmen, ja, Videos eher. Kann ich gerne Leute grüßen und wenn ihr wollt, dass ich euch grüße, schreibt es in die Kommentare, mache ich dann. Ja. So. Jetzt zeige ich euch mal mein Waffenarsenal, das ich so bei mir trage. Also einmal haben wir hier ein Sturmgewehr. Das sind übrigens unsere Verbündeten. Ja, genau, wir haben einmal das hier. Dann haben wir einmal das hier. Dann haben wir einmal schönes Zoom-Gewehr mit Durchschlagskraft, also so, dass zwei Schüsse reichen und ein Auto explodiert. Das heißt, wenn ich so einen hier treffe, dann reicht auch ein Schuss, egal wohin. Oder es haut einen auch mal weg, hier jetzt gerade nicht, okay. Ich treffe gerade erstaunlich gut, ich bin gerade... Oh oh. Ach du Scheiße. Ich werde sterben. Okay, doch nicht. Ich nehme jetzt bloß mal hier wieder das. Das bietet sich gerade besser an. Oh oh. Eigentlich sind es ja meine Verbündeten, die Rakjat. Aber das soll uns mal gerade nicht stören. Wir wollen Action. Und da hinten brennt übrigens gerade ein bisschen der Wald, aber... Wen interessiert das denn? So. Machen wir dich mal fertig. Okay.
Jetzt sind wir ja hier in so einem Geschützfahrzeug, jetzt können wir einfach auf C klicken und kommen dann in die Führerkabine und können dann die Scheiße auch noch fahren. So. Ist übrigens einer meiner Lieblingsfahrzeuge, weil man eben sehr individuell jeder Gefahr entgegenbeugen kann. Übrigens, vor wilden Tieren ist man hier geschützt. Und man kann nicht durch die Scheibe fliegen, so wie in GTA. Ein Schuss, der ging dann wohl durch die Körper durch. Schon geil, ja. Also, ich fahre jetzt einfach ein bisschen rum. Und nein, ich habe mir die Uhr nicht gestellt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video geht. Und ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich habe bis zum Video 007 Assassin's Creed vorproduziert. Und dann habe ich das 006er gerendert und danach das 007er. Auf jeden Fall, das 006er ist leider irgendwie komplett kaputt. Das Video ist komplett am Arsch. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich kann jeden trösten, der sich jetzt aufregt. In dieser Folge habe ich wirklich nur vor einem Lager, also ich habe die 005er aufgehört, indem ich vor einem Lager gestanden bin und gesagt habe, das nehmen wir nächstes Mal hoch. Das habe ich dann gemacht. Die Folge ging 38 Minuten lang und dann war halt Schluss, ne? Und dann bin ich wieder zur Hauptstory noch schnell gelatscht und ich glaube, die 007er fängt dann damit an, dass ich eben vor der Hauptstory stehe. Ja, ich bin auch so ein Steher. Und ja, das wollte ich nur mal sagen. Es kann sein, dass ich die verschollene Folge wieder rekonstruieren kann. Sprich, ich stelle mich nochmal vor das Lager, kill die ganzen Soldaten, die da wieder gespawnt sind und sacke dann die Schätze ein, wo ich schon gesammelt habe. Einfach nochmal, dass ihr das seht. Das sind Schildkröten. Hey. Ja gut, auf jeden Fall, das könnte ich zum Beispiel machen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich versuche es nochmal zu finden. Oder ich lasse es einfach weg. Falls ihr da dazu eine Meinung habt, schreibt es doch bitte die Kommentare. Ja, wie auch immer. Okay. Nein, ich schieße jetzt nicht auf Schildkröten. Nee, was hätten ihr für welche? Aber die haben schon recht. Also wenn so einer da vorbeikommt, dann würde ich auch mein Haus einziehen. So, ich habe noch eine vierte Waffe. Am Bogen. Könnte ich jetzt auch eine schallgedämpfte Pistole hinmachen. Aber ich habe da auch verschiedene Aufsätze. Ich habe einmal hier das Ganze mit Explosion. Kann ich ja mal zeigen. Zack. Und das Ganze habe ich auch als... Ups. Genau. Einmal habe ich das hier noch als Pfeil... wo dann brennt. Ich kann jetzt einfach mal so... Ach, Zivilisten dürfen nicht so viele sterben auf einmal. Ist der Reit? Oh, oh. Okay, meine Pfeile sind vorbei. Muss ich mir nachher wieder neu holen, aber Geld ist gerade kein Thema. Wie viel habe ich denn gerade? Ach, 9372 von 10.000, also. Was? Ach ja, wenn man eine gewisse Zahl erreicht hat, Zivilisten zu töten, was ich eigentlich gerade nicht gemacht habe, die sind ja von selber gestorben. Ich kann doch nichts dafür, wenn die dann in Flammen rumtoben. Ey, mal ganz ehrlich. Die sollen halt weggehen und sich nicht abfackeln lassen, ey. Zu blöd zum Kacken, manche, ey. Also unglaublich. Sorry für die Wortwahl, aber es musste mal gesagt werden. So. Komme ich jetzt beim gleichen Berglager wieder raus? Nein, zum Glück nicht. So. Jetzt kann ich meine kleine Mission machen. Ich habe zwar schon alles an Nebenmissionen so gemacht, aber was haben wir jetzt hier? Okay. Leoparden haben meinen Hund gerissen. Lösche sie mit dem Ziel, dem am Zielort gestellten Flammenwerfer aus. Okay. Markiere es mir bitte in der Karte. Ihr seht das jetzt in der Minimap als kleinen Punkt und auch da hinten in der Ferne kann man schon den Punkt ausmachen. Und ich kann jetzt mal auch mal hier das Wasser gehen. Ich muss ja nicht immer die Brücke benutzen. Doch Vorsicht, hier lauern Krokodile. Hier zum Beispiel im Schilf vermute ich eins. Kann gut sein.
Ja, da ist es doch, oder? Ja, da ist eins. Ich gehe da mal hin, nicht erschrecken. Also wenn man von außen von einem angegriffen wird, dann ist es übler, weil dann ist man nicht so drauf gefasst und kann sich richtig erschrecken. Genau, von Krokodilen kann man übrigens dann den Schuppenpanzer mitnehmen. Man kann alle Tiere, die man tötet, genauso wie in Assassin's Creed, ausnehmen und dann Items davon generieren. So, ich gehe jetzt mal hier durchs Wasser. Und mache das bloß, weil ich nicht weiß, ob ich über die Brücke drüber komme. Übrigens ist es auch wie in GTA, man kann aus jeglicher Höhe, egal was, scheiß drauf, abstürzen. Hauptsache, man ist im Wasser gelandet. Dann macht es einem nämlich nichts aus. Man kann sich Gesundheitsspritzen machen, indem man grüne Blätter sammelt. Das sind solche Pflanzen, die man einfach abschnibbelt und dann macht. So, ich muss jetzt leider meine Waffe tauschen. Die muss ich mir nachher im Store dann wiederholen. Jetzt muss ich erstmal Leoparden. Wo sind Leoparden? Ich will Leoparden sehen. Okay, in dem Gebiet, in dem blau markierten, müssen irgendwo Leoparden sein. Habe ich jetzt einen Sprachfehler oder was? Ja, bin mal gespannt, wie lange ich brauche, die zu finden. Manchmal ist es nicht ganz einfach. Okay, ist denn hier Krokodile drin, falls ich da nachher reinstürze, dass ich es gleich weiß. Ich kann mal keins ausmachen. Okay, ich muss jetzt hier Leoparden finden, ne? Ich glaube, ich habe die gleiche Mission schon mal gemacht. Hier. Natürlich. Muss ja schon wieder nachladen, ey, was ist los mit dem? Okay, gleich die Spritze mal rein, vorsorglich. Und jetzt auf die Schnauze! Okay, den ersten hätten wir erledigt. Ist sehr brutal und ich weiß auch nicht, warum man das mit Feuer macht. Weil, okay, ja gut, die wurden brutal gerissen, die Hunde. Ja, an alle Tierschützer. Aber wir müssen da nicht eingreifen, das ist alles eine Sache der Natur. Wo ist denn unser Freund? Ey, wir haben hier schon noch einen getötet. Man kann sich auch richtig anzünden, dann ist man nicht mehr fähig. Wo ist der jetzt, ey? Ach, den haben wir auch erledigt. Gut, die wurden auch gezählt. Ich nehme jetzt einfach mal dein Fell mit. Ach, der ist verbrannt, der Rest ist okay. Habe ich jetzt gar nichts machen müssen. Ich habe Kohle bekommen, die ich eigentlich nicht nötig hätte. Aber warum nicht? Da habe ich eine Mission gezeigt. In der Aufmachung sind einige Missionen. Ich kann übrigens auch Bäume anzünden. Wow, geil, geil, geil. Und Wiesen, die brennen dann alle. Wow, ich mache jetzt noch hier meinen Brennstofftank leer, den ich dann nachher für viel Geld wieder aufladen muss. Aber was ist schon Geld in dem Spiel wert, wenn man so weit ist wie ich? Ich mache jetzt einen Satanisten-Feuerkreis. Oh, und der breitet sich aus. Aber es sieht schon sehr cool aus, wenn man das Ganze in höchster Auflösung spielt und dann eben richtig alles abfackeln lässt, weil das halt schon sehr realistisch aussieht und das Feuer immer näher kommt. Ich bekämpfe Feuer mit Feuer. Ich glaube, das wird eine sehr lange Aufnahme, weil in dem Spiel kann man sehr viel zeigen, wenn man nicht gerade einer Mission nachgeht und ein 15-Minuten-Ziel pro Folge hat. Aber ich wollte immer wieder das Spiel reinschnuppern. Und deshalb kann ich ja auch gleich einen Let's Test machen. So. Jetzt werde ich mir einen kleinen Berg aussuchen, um euch den Wingsuit zu zeigen. Der auch sehr geil ist. Macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob jemand das Let's Play von Cube World verfolgt. Auf jeden Fall gibt es da auch solche Gleiter. Könnt ihr mal mit denen vergleichen. Man kann ja wirklich in allen Gewässern tauchen, auch im Meer. Das können wir nachher noch machen. Da gibt es dann auch schöne Fische. Hier gibt es auch schöne Fische, aber nicht so schöne Fische. Und da gibt es dann auch Rochen und Quallen und Schildkröten. Also, oh, ist dann. Boah, Alter. Alter. Hätte jetzt ein Krokodil sein können, ey. Da habe ich immer voll Panik. Ist ja kein Krokodil am Start. Okay. Alter, da habe ich echt immer richtig Schiss. Okay. Ich hätte jetzt gerne eine Karre eigentlich.
Da hinten ist eine. Dann können wir so einen Berg mal hochtriven. Und dann ist es alles ein bisschen einfacher. Ich glaube, das ist sogar ein richtiges Dorf. Ich pfeife mir jetzt mal eine Spritzerinne. Und jetzt kann ich euch auch mal zeigen. Man kann Spritzen hier bei Fähigkeiten. Nein, nicht bei Fähigkeiten. Was ist los mit meinem Leben? Bei Herstellung kann man sich Spritzen hier gleich machen. Bei Medizin. Ich habe immer ein paar Spritzen am Start. 38 halt dabei. Man braucht immer ein Blatt für eine Spritze. Das heißt, ich habe immer was auf Vorrat drinne. Und ja, ein Skype-Kontakt ging online. Ich weiß gar nicht, warum das hier im Spiel angezeigt wird. Ist auch nicht wirklich logisch. Okay, naja, ist mir sehr egal. So. Ich fülle mal mein Inventar auf mit Munition. Und übrigens bei dem Vorgang beim Einkaufen und Verkaufen, ja, da stürzt das Spiel öfter mal ab. Ach, sie scheinen es ja gefixt zu haben. Da bin ich ja sehr froh. Es läuft jetzt ein bisschen flüssiger, wie ich finde. Wir nehmen jetzt wieder unsere speziellen Waffen, die ich alle freigeschalten habe. Die sind einzigartige Waffen. Und das war der Buschmann war es, ne? Und den versuchen wir jetzt mal auszurüsten gegen ihn wieder. Das andere ist übrigens der Schredderer, der mit dem schallgedämpften Ding. So, jetzt haben wir wieder abgespeichert. Falls Stromausfall oder so, ne? Kennst du ja. Bist ja lieber auf der sicheren Seite. Rüber da, Jason. Jason Brody heißt unser Charakter, mit dem wir spielen übrigens. Und rein in die gute Stube, Karre, was auch immer. Wir versuchen jetzt mal so hoch wie möglich auf den Berg mit der Karre zu fahren. Dann kann ich euch mal den Wingsuit, also den Gleiter, der sich dann an unseren Händen befindet, zeigen. Und ja, es gibt auch verschiedene Autos in dem Spiel, habt ihr ja schon gesehen. Es gibt einmal den hier, der ist jetzt hier gerade noch so packt. Und natürlich, jetzt müssen wir die Treppe benutzen. Außer wir kommen hier an der Seite hoch. Ich glaube, zu Fuß werden wir schneller. Okay, scheiß Karre. Scheiß drauf. Wer braucht das schon? Rollst du jetzt auch runter, so wie es gehört? Nope. Okay. Dann werde ich mal hier meinen Weg durch die Wildnis bahnen. Man kann an solchen Lianen übrigens hochklettern. Ja, genau, das macht er automatisch. Da muss man nichts klicken. Die Lichteffekte übrigens sehr geil. Das Gras sieht sehr geil aus. Die Grafik ist einfach nur hammergeil in dem Spiel. Mit Crysis 3 und Assassin's Creed 3 wirklich einer der grafikstärksten Spiele. Auch natürlich Battlefield 3. Aber es ist auch schon etwas eingerostet. Obwohl es noch eine sehr geile Grafik hat, habe ich vor kurzem erst wieder gespielt. Aber die drei Titel, wo ich davor gesagt habe, sind eindeutig größere Grafikhuren. Und Crysis natürlich an der Spitze. Das ist ja schon klar. Oi, nettes Seeschen. Aber wir sind nicht zum Baden gekommen, obwohl es ja wahrscheinlich saugeil zum Baden wäre. Hier sind jetzt aber keine Krokodile drin, was sollen die da auch, ne? Und obwohl ich es immer denke, ich habe da immer Schiss, wenn ich solche komischen Lianen sehe. Das ist wie Pool, einfach das Loch anvisieren und reinschießen. Also. Ich habe wieder durch den Kopf geschossen, das finde ich sehr gut gemacht übrigens. Also, ich bin jetzt kein Killer oder so und freue mich, wenn Leute sterben, aber ich finde es halt realistisch, dass wenn man einem den Kopf schießt mit so einem Gewehr, dass dann auch wirklich das durch den Kopf durchgeht und dann der andere auch noch eine Kugel abkriegt. Und jetzt bin ich ganz oben, aber finde immer noch nicht, dass es sich anbietet zum Gleiten. Obwohl, scheiß drauf. Ja, genau, das ist jetzt der Wingsuit. Man kann den auch schön lenken. Und bevor man dann irgendwo einschlägt, benutzt man lieber den Fallschirm. Bietet sich hier jetzt nicht so an, aber ist schon sehr cool. Natürlich geht's bei uns bergab und aber auch im Berg bergab. Das heißt, wir können ja noch ein bisschen gleiten. Bei dem Stein war ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Wir können jetzt mit dem Fallschirm auch noch ein bisschen vorankommen. Okay.
Landung war nicht ganz perfekt, aber sagt das nicht mir, sagt das Jason. So, Jungs und Mädels. Kann es explodieren? Kann es explodieren? Ich glaube nicht. Okay. Ach, scheiße, ich bin auch nicht mehr so gut im Zielen. Ein Reh. Okay. Ja, eigentlich tötet man ja keine Tiere sinnlos, aber ich finde, manchmal kann man das auch mal machen, wenn man sich im Klaren ist, dass man sowas echt nicht tut und das wirklich nur macht, weil man es ja kann und es nicht wirklich, ich sag mal, schlimm ist, weil es sich nur um Pixel handelt in dem Spiel und nicht um echte Tiere. So, hier ist so ein Funkturm, da musste man die alle aktivieren, damit man die Waffen kostenlos freigeschaltet bekam im Shop. Ich werde jetzt den mal nochmal besteigen, dass ihr seht, dass es gar nicht so einfach ist. Es gibt auf jeden Fall einfachere Sachen auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und ja, das will ich euch jetzt zeigen. Was? Ey, du musst dich da automatisch festhalten, das weißt du frei, ne? Aber gut, ich werde es nochmal probieren. Aha, hier kann man runterrasseln, ich sehe es schon. Hätte man auch hier hochklettern können, gleich ohne die Treppe zu nutzen vielleicht. Okay, jetzt habe ich gebackt. Und jetzt auf dieses vertrauenserweckende Ding hüppen. Und von hier aus... Ach, hier war ein Seil dran. Man kann nur noch in so Seilen hochklettern. Und nochmal drauf. Seil. Da drüben ist ein Seil. So ein Seilsong wäre doch auch was, ne? Ja genau, das letzte Stück kann man dann meistens via Treppe besteigen. Ich sehe schon meinen Weg. Ich sehe ihn. Über diese Bretter, die sehr stabil aussehen. Dann an diesem ausgefransten Stück drüber. Dann auf diesen am letzten Ende hängenden Fadenstück der Treppe hüppen. Dann hier drauf. Einmal mal hin her. Und jetzt hoffe ich, dass da oben ein Seil ist. Scheiße. Okay, aber wir müssen trotzdem richtig, glaube ich. Ich werde mich jetzt mal ducken. Ich hasse manchmal das so sehr, wenn ich nicht da hinkomme, wo ich mir gedacht habe, dass ich hinkomme, wenn ich das und das mache. Vielleicht war es aber auch nur zur Verwirrung da gerade. Und ich musste woanders hin. Ich möchte jetzt nämlich nicht runterrasseln. Also hier kommt man schon mal wo Vorteilhaftigeres hin. Das Wort gibt's nicht, aber scheiß drauf. Scheiße. Schreibt drück in die Kommentare, du Noob, du wirst es nie lernen. Würde ich mich drüber freuen. Würde ich mich echt drüber freuen. Weil selber würde ich auch schreiben, obwohl ich eigentlich so einer nicht bin. Ja, obwohl, nein, ich würde es persönlich nicht schreiben, aber es gibt deutlich mehr Leute, die sowas gerne von sich lassen. Ich glaube, ich muss schon da hoch und dann einfach runterhüpfen. Okay, und... Oh, das sieht immer so aus, als würde man gleich da runterfallen, die Spalte rein. Ich nehme jetzt mal den Bogen, da bin ich vielleicht etwas, ich sag mal, beweglicher. Zack. Alter, da bin ich an der Textur hängen geblieben. Ach, man muss tatsächlich jetzt hier runterhüpfen. Boah, ey, ihr seid doch verrückt. Okay, und hier hoch. Weil anders kommt man hier ja nicht rein in die Mitte. Also es ist wirklich ein schwerer Funkturm. Also da habe ich schon leichtere gehabt. Wenn ich mich recht erinnere. Okay, und hier hoch. Ich bin immer froh, wenn das dran steht mit Klettern. Weil dann macht das eigentlich automatisch. Und leider hält er sich auch automatisch fest. Und jetzt sind wir bei der angesprochenen letzten Treppe. So, jetzt könnten wir einmal hier uns runterlassen an diesem schönen Seil.
Wo wird es denn angezeigt? Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, weil ich die genaue Taste nämlich nicht mehr weiß. Okay, Leerwert-Teilrutsche benutzen. Wir haben damals nämlich hier den Störsender entfernt. Aber wir haben das nicht nötig und nutzen unseren eigenen Wingsuit und begeben uns doch mal Richtung Meer, weil dann kann ich euch mal das Tauchen zeigen. Ich will euch jetzt irgendwie alles zeigen, ne? Habe ich ja schon angesprochen. Aber ich glaube, ich schaffe es doch sogar vielleicht ein bisschen. Ob das möglich ist bei so einem Open-World-Spiel, ist die andere Frage. Ja. So, jetzt schauen wir mal, an welcher Küste... Oh, jetzt bin ich mit der Maus weg. An welcher Küste wir rauskommen. Ja, sehr schöne Welt, ne? Also, ich feiere das einfach nur. Und... Ich lang mal gerade auf meinem PC drauf. Moment. Ja, und wenn ich das spüre, dann weiß ich genau, das Spiel ist gut und hat gute Grafik, wenn er nämlich heiß gelaufen ist. Und das ist er jetzt. Also zumindest, er ist warm geworden, sagen wir so. Okay, jetzt können wir nochmal den Wingsuit nutzen, um das letzte Stück bis zur Küste zurückzulegen. Bietet sich hier sehr schön an. Ich glaube, wir sind hier an einer schönen Bucht rausgekommen. Schaut euch das mal an. Wunderschön hier, ne? Wunderschön. Wir können uns jetzt fallen lassen und den nochmal einsetzen übrigens. Wir können jetzt auch Sturzflug machen und... Boah, Fallschirm, gerade noch so. So. Jetzt sind wir im Wasser gelandet. Hier gibt es übrigens auch Haie. Boah, und sieht das nicht wunderschön aus? Also ich bin wirklich hin und weg. Ich habe wirklich die ganzen Grafikeinstellungen oben bis auf... Wer will's erraten und wer kennt mich? Angelizing. Wer hätte es gedacht? Ja genau, hier kann man auf jeden Fall tauchen und wird einigen Meeresbewohnern auch über den Weg laufen. Es gibt auch Boote übrigens und man kann sehr lang tauchen. Also ich habe schon mit einem Kumpel mal ausprobiert, ob wir auch so lange die Luft anhalten können wie die Person. Aber es ist uns nicht gelungen. Okay, da hinten ist ein Boot, das zeige ich jetzt auch noch schnell. Und ich habe mal wieder, wie gesagt, komplett den Durchblick verloren, wie lange die Folge geht. Aber darum soll es uns heute auch nicht gehen. Sondern nur um den Spielspaß und was man hier so treiben kann. Okay. Sehr schöner Wassereffekt, sehr schöner Sonneneffekt. Was will man denn noch sagen? Die Story war auch hammergeil damals. Es ist ein Koop-Modus geplant mit zwei meiner Kumpels. Ich hoffe, ich krieg das Ganze durch. Und ich hoffe, wir finden dafür Zeit. Wenn mit Left 4 Dead muss ich mit Erik mal nochmal schauen, wenn wir das weitermachen. Assassin's Creed muss ich mir jetzt auch eine Lösung überlegen. Macht übrigens unser Boot gar nichts, was wir gerade machen. Aber wir werden das schon gewuppt bekommen. Und wir können mal hinter uns schauen. Auf jeden Fall, die Sonne läuft natürlich alles gerade super. Ich hoffe, es bleibt auch so. Weil es ja wirklich mein Haupt-Let's Play ist, weil Assassin's Creed sind ja nur die DLCs. Gut, es ist ein Haupt-Let's Play, weil ja wirklich der komplette DLC euch gezeigt wird. So, aber wir fahren jetzt erstmal hier schön drüber. Und ich kann jetzt gerade mal aussteigen kurz. Und ja genau, das, die Waffe haben wir schon. Ich habe hier übrigens noch Fernzünder. Können wir auch mal abwerfen. Einfach aus Spaß an der Freude. So. Sieht auch sehr schön aus. Müssen wir zwar nachher neue kaufen, aber wie gesagt, uns mangelt es nicht an solchen Dingen wie Geld. So. Das Boot brauchen wir jetzt eh gleich nicht mehr, deswegen... Juicy. Das sah jetzt auch sehr eindrucksvoll aus. Ich glaube, in dem Spiel versteht man mich aber schon, da brauchte ich jetzt nicht unbedingt das zu ändern. Und hier, ihr seht schon, Fischschwärme und Quallen sehe ich. Und was sehen wir dort noch? Einen Rochen, einen Manta-Rochen wahrscheinlich. Ui. Quallen tun übrigens weh, wenn man die berührt. Und ihr seht schon an den unteren Enden, an den Ecken, sieht man schon, dass unser Jason, und man hört es jetzt auch, der braucht es langsam wieder Luft.
Aber ich weiß genau, wann der wieder Luft braucht. Das seht ihr gleich. Erst wenn er wild mit den Armen rudert und kurz vorm Verrecken ist, kriegt er wieder Luft. Wir wollen es mal ein bisschen hinauszögern. Okay, jetzt könnte ich langsam mal wieder daran denken, Luft zu holen. Ja, Luft. CO2. Nee. Nicht CO2. Das hat er jetzt genug gehabt beim Ausatmen. Glaube ich. Scheiß drauf, scheiß drauf. Wichtig ist doch nur, dass da wieder ein Boot ist und mich gerade jemand anschreibt und mich gerade jemand anschreibt. Zweimal hintereinander. Und ich wetten könnte, dass es auch die gleiche Person ist, die mich hier gerade wieder nervt mitten drin. Aber überhört das Geräusch einfach. Ich bin einfach kein Profi, der auch seine Sachen ausstellt. Aber ich sag's ganz ehrlich, auch bei Gronkh habe ich schon solche Geräusche gehört. Nicht unbedingt von Facebook, aber von Twitter. Sagt er auch selber manchmal. Also ist jetzt nicht so dramatisch. Ich hoffe, ihr könnt drüber hinwegsehen. Hier sieht man jetzt noch das Ganze im Abend, in der Abenddämmerung. Sieht doch ganz ansehnlich aus. Da ist noch ein Hai. Ich habe gerade noch entweder eine Echse gehört oder eine Schlange. Ist mir mal nicht ganz ersichtlich. Ich schieße es bewusst auf den mit einem Pfeil. Weil das war auch mal Teil einer Mission. Ich muss es ja auch mal wieder machen. Sieht auch sehr cool aus, wie hier das Wasser so rankommt. Also ihr seht schon, es gibt Gründe, warum das mein Lieblingsspiel ist. Okay, ihr lasst mir keine Wahl. Jetzt brennt der ganze Schuppen schon mal. Ah. Bitte hör auf, so zu stöhnen. Ja, ich mag die sehr gern, die panzerdurchdringende Munition dieser Waffe. Okay, ich glaube, das sind tatsächlich Komodo-Warane. Nicht Echsen, also es sind ja Echsen, aber es sind Warane. Ich rüste mich mal aus. Jetzt seht ihr noch die andere Waffe, die habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Weil die greifen mich auch an. Wow. Hier sind schon Tote. Okay, jetzt kann ich mal ein Messer noch zeigen. Ist übrigens so ein Samurai-Messer, also schon das Bessere, als es man am Anfang hat. Und der hält komischerweise zwei Schnitte aus. Gibt's auch nicht allzu oft, aber jetzt nutze ich die Waffe. Komm nur her. Sind alle schallgedämpft übrigens, die Waffen. Und der Bogen ist natürlich lautlos und außer das Scharfschützengewehr ist wirklich alles sehr, sehr leise. So, hier gehen wir jetzt mal nochmal auf Tauchstation. Jetzt auch mal mit dem Hai tauchen. Ah, oh, hier sind Schildkröten. Ah, oh, ich mag irgendwie Schildkröten besonders. Und hier so schwimmen. Sehr schön, oder? Das ist doch auch mal ein Aspekt, der im Spiel nicht ganz unwichtig ist. Was sich die Schildkröte wohl gerade denkt. Hey, was ist das für ein Sposti? Jetzt bräuchte ich meine Stimmverzerrung von meiner Software. Hui. Hier ist übrigens so ein Container, da waren glaube ich mal Kisten drin, oder? Da habe ich mal gelootet, geplündert, wie auch immer man das nennen mag. Obwohl es ja das gleiche bedeutet, ich kletter jetzt mal hier hoch, wenn das geht würde. Geht natürlich nicht. Vorführeffekt und so, man kennt es ja. Und ich glaube, es ist doch ein recht langes Video. Und hier sind wieder ihre Standschildkrötenvertreter. Ich wollte jetzt da mal drauf hüppen. Das bringt ja nicht um, aber da rutscht man wieder ab, okay. Ja, der Tierschutz hat natürlich wieder auch ein Schwein. Ein wildes Schwein. Ja, der hat ja natürlich wieder wahrscheinlich durchgegriffen. Jetzt mache ich noch eine Mission, wo man Menschen töten muss. Also muss. Ich habe ja vorher auch Menschen getötet, aber das waren ja eigentlich meine Freunde. Die mich aber, wer das Spiel gesehen hat, bei irgendeinem Kanal verraten hat. Aber ich will nicht zu viel verraten. Und hier keinen Spoiler einleiten, weil das wäre nicht das, was ich wollen würde. So. Aber wir müssen jetzt den Pyromanen erledigen. Dazu nutze ich dann gleich meine geile Spiegelreflexkamera, die ich dann dazu zeigen werde. Und wenn ich hier laufe, schaue ich jetzt einfach mal, wer mir geschrieben hat. Okay. Interessant. Am Handy habe ich jetzt geschaut, natürlich. Ich habe hier leider noch keinen zweiten Monitor, um das Ganze zu spiegeln oder auch auf individuell oder so zu schalten. Deshalb muss ich dann noch aufs Handy schauen, falls so ein Fall wie jetzt eintreten sollte. Und jetzt werde ich doch mal gucken, was ich machen lässt. Man kann hier übrigens auch so cool sliden, wenn man in die Hocke geht. Und jetzt kommt meine Spiegelreflexkamera auf Y.
Yeah. Da kann man die Ziele markieren. Und die darf ich alle ausschalten, wie ich will. Bloß, there is one of them. Und das ist er hier. Der mit dem gelben. Den muss ich mit dem Messer ausschalten. Und ihn auch. Okay. Zwei Stück. Das sind die Pyromanen. Ich hoffe, dass... Vielleicht kann ich die mit dem Takedown von hinten erledigen. Wäre so der Idealfall. Genau, die Kommandanten mit einem Messer oder Takedown. Kann man, muss man die erledigen. So, und jetzt dürfen wir alle töten, wie wir wollen. Der Erfolg ist schon freigeschalten. Okay, aber die erledigen wir natürlich schon. Ich bin jetzt keine Pussy oder so. Ich ziel zwar wie eine, aber... Wenn ihr euch übrigens fragt, ob ich die Spiele mir als digitale Kopie oder in Amazon oder im Laden so kaufen würde, ich bevorzuge immer die digitale Version. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt bequemer, ne? Man hat da zwar keine schöne Spielehülle rumliegen. Genau, eigentlich reicht ein Schuss. Du bist schon tot. Aber schadet nicht. Auch ein Flachwichser bin ich. Das kann ich nicht bestätigen. Kopfschutz. Sonst kann ich die noch plündern. Kohle kann ich nicht mehr brauchen. Waffe kann ich schnell leer schießen. Ne, ich nehme wieder meine. Ist natürlich viel besser. So, kann ich dich noch irgendwie ausrauben? Ich habe jetzt so viel Geld in der Tasche, dass ich aufgefordert werde, Sachen zu kaufen. Und ich habe ein Pornomagazin gefunden. Ach. Wer das Spiel gesehen hat, der weiß natürlich auch, dass die hier sich einfach Leute schnappen. Vorzugsweise Frauen. Und die dann richtig hart durchnehmen. Um das auf gut Deutsch zu sagen. Und das zwar nicht, weil die das wollen, die Frauen, sondern weil sie vergewaltigt werden, was keine schöne Sache ist. So. Ich würde sagen, ich habe alles so gezeigt, was ich wollte. Bin eigentlich auch recht zufrieden mit dem Video. Deshalb würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein!